Hallo meine Lieben, ich möchte mit euch heute diesen Kalender basteln. Und zwar ist das hier der Tolsby Bilderrahmen von IKEA. Gucken, ob ich euch noch ein bisschen weiter wegkriege. Der hat eigentlich ein Plexiglas drin, wo man dann noch was reintun kann. Ich habe schon viele gesehen, die das als Menükarte nehmen. Bei Feiern, das ist natürlich auch eine Idee. Und ich habe jetzt hier einen Kalender reingemacht und es gibt unheimlich viele Freebies, also freie Prints zum Runterladen für die Kalender für 2018. Und ich hab eigentlich was ganz anderes gesucht und habe dann Harry Potter Kalender für 2018 entdeckt und habe gedacht, den muss ich gleich machen. Das ist so mit Watercolor. Ich kann euch Pinterest dann gerne verlinken. Aber ihr werdet da sicher auch fündig. Ich habe da ganz normalen Cardstock genommen und hinten noch dran noch so kleine Täschchen, wo man vielleicht eine Erinnerung von dem Monat reinstecken kann. Und das Ganze kann man dann so aufstellen. Das wird an Buchbinderringen gehalten und ja, das zeige ich euch ganz schnell, oder ich zeige euch, wie schnell das gemacht ist. Und zwar braucht ihr dafür diesen Bilderrahmen Tolsby, verlinke ich euch auch. Dann braucht ihr diese Buchbinderringe. Ich habe hier 2,6 und ich finde, das reicht vollkommen. Also kleiner dürften sie auch nicht sein, aber größer auch nicht. Dann braucht ihr Cardstock-Designpapier und ihr könnt natürlich auch einfach so einen Kalender nehmen. Das passt auch genau hier rein. Kann ich euch einmal zeigen. Also das hat ungefähr die Breite wie das Print, was ich gemacht habe. Und wenn man da dann nur Cardstock nimmt oder Designpapier, das dann Monat, also nicht alles draufklebt, sondern immer nur ein Blatt, den Monat, geht das natürlich auch. So, also ihr braucht Buchbinderringe, den Tolsby, dann Cardstock, ein Printable-Kalender oder ihr macht euch selber ein, noch ein bisschen Designpapier und das war's auch schon. Also die Basis, wo ich den Kalender dran geklebt habe, da habe ich ganz normalen Karton von Faltkarten genommen. Und habe den in 8,8, damit er auch gut reinpasst, mal 13 cm geschnitten. Den Kalender, den wollte ich nicht ganz drauf haben, den wollte ich ungefähr so drauf haben, dass hier oben noch genug Platz ist. Den habe ich in 8,5 mal 10,7 geschnitten. Habe mir natürlich so ausgedruckt, dass er genau die Größe hat. Das habe ich über mein Silhouette Design Software gemacht. Könnt ihr natürlich auch machen, weil die Software könnt ihr immer nutzen. Da braucht ihr nicht unbedingt dann den Plotter auch danach. Das könnt ihr dann trotzdem so zerschneiden. Aber ihr könnt euch halt, oder macht es mit Word, da könnt ihr euch das auch in die Größe ziehen. Und dann habe ich noch so eine kleine Tasche. Da habe ich aber unterschiedliche Taschen gemacht. Ich habe solche gemacht und ich habe solche gemacht, die so ein bisschen, ja, gefaltet sind. So, das ist das schon, was ihr braucht. Dann geben wir einfach nur Kleber. Ich habe jetzt hier 160 Gramm Papier genutzt zum Ausdrucken. Deswegen kann ich auch ruhig Flüssigkleber nehmen, weil das sieht man nicht durch. Das ist richtig schönes, dickes Papier. Dann habe ich mir das ist von den Seiten her. Also ich habe mir die auch noch abgerundet, die Ecken, aber nur unten. Und dass es dann von den Seiten her genauso viel Abstand hat wie unten. Ist jetzt ein bisschen schief geworden, macht nichts. Das sollte natürlich die gleiche Größe haben oder die Tasche ein bisschen kleiner als das Cardstock. Da habe ich mir dann auch, da könnt ihr doppelseitiges Klebeband nehmen oder eben auch Flüssigkleber. Und das habe ich mir dann, bevor die Rundung anfängt, geklebt.
wenn ihr Flüssigkleber nehmt, müsst ihr das gut antrocknen lassen, bevor ihr hier rumprobiert. Oder ihr nehmt das ganz starke Sticky Tape. So, mache ich mal kurz die Ringe ab. Ich habe natürlich die anderen 11 Monate schon vorbereitet. Achso, die Löcher. Die Löcher habe ich jetzt persönlich mit der Crocodile gemacht. Das ist das Einfachste für mich. Habe dann die kleinen Löcher genommen und habe mir jeweils von den Seiten 2 cm abgemessen, also dass es immer den gleichen Lochabstand hat. Und bei der Crocodile könnt ihr hier einstellen, wie viel Abstand ihr haben möchtet. Da habe ich ein bisschen rumprobiert, was für mich der beste Abstand ist zum Rahmen hin. Das müsst ihr dann selber mal gucken und den könnt ihr dann hier festsetzen. Und wenn ihr dann bei den 2 cm habe ich mir so einen Punkt gemacht und wenn ihr dann hier so die Crocodile ansetzt, könnt ihr genau immer den gleichen Abstand von oben machen, weil ihr es hier festgesetzt habt. Kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Und dann könnte man eigentlich auch noch die Löcher, also wenn man es noch ganz, ganz schick haben will, na, jetzt kriege ich den Koffer nicht auf. Könnte man sich dann hier noch so Nieten setzen. Die gibt es ja auch in allen möglichen Formen, auch mit Blumen. Und könnte man sich das dann ja noch ein bisschen schicker machen. So. Dann setzen wir das Ganze an die richtige Position. Ich gehe jetzt von hinten rein, damit der Knubbel hinten ist. So. Die eine Seite habe ich mal zugemacht, damit ich das hier besser einhängen kann. Und jetzt kann ich es hier wieder aufmachen. So, immer, dass der Knubbel hinten ist. Das sieht einfach schöner aus. Kann es wieder zumachen. Und dann habe ich auch schon den Kalender fertig. Also man könnte jetzt noch Zwischenseiten einsetzen, zum Beispiel im April für Ostern und im Sommer vielleicht für die Sommerferien, Oktober Halloween und im Dezember ja so designte Seiten machen für Christmas. Da ist euch wieder keine Grenzen gesetzt, weil das kann so richtig sich schön auffächern. Ich finde, desto besser sieht es aus. Deswegen habe ich hinten auch die Taschen gemacht, dass man sich da entweder Konzertkarten oder sonst was reinstecken kann. Und ich hoffe, die beschenkte Person wird sich auch freuen. Das wird jetzt zwar nicht mehr zu Weihnachten kommen, aber ja, nach Weihnachten freut man sich über Geschenke auch. Gut, das war's. Schnell, kurz und schmerzlos und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!